Unter dem Menüpunkt Pakete können Sie verschiedene Einstellungen für Ihre Bildpakete vornehmen. Zum einen können Sie hier die Bezeichnung ändern, wenn Sie nicht möchten, dass die Bildpakete unter Pakete im Shop angezeigt werden, sondern Sie möchten eine andere Bezeichnung haben, dann könnten Sie das hier umstellen. Außerdem können Sie hier einstellen, ob ein Paket verpflichtend ist. Also wenn Sie auswählen, Paket ist keine Pflicht, dann kann der Kunde ein Bildpaket in den Warenkorb legen oder auch nicht, aber er könnte auch einfach nur Einzelbilder bestellen. Und wenn Sie sagen, Paket ist Pflicht, dann kann der Warenkorb nur abgeschlossen werden, wenn mindestens ein Paket im Warenkorb liegt. Außerdem könnten Sie hier dann noch einstellen, Pflichtpakete multiplizieren. Also wenn es bei Ihnen Pflicht ist, ein Paket zu kaufen und Sie mit Zugangskarten arbeiten und Ihren Kunden anbieten, dass man sich mit mehreren Kennwörtern gleichzeitig anmelden kann, dann könnten Sie diese Einstellung aktivieren, damit dann, wenn sich ein Kunde mit zwei Zugangskarten gleichzeitig angemeldet hat, dass dann auch zwei Pakete im Warenkorb liegen müssen, bevor dieser abgeschlossen wird. Bei dem Zugang mit drei Kennwörtern gleichzeitig dann entsprechend drei Pflichtpakete und immer so weiter. Darunter finden Sie noch die Einstellung, dass die Ersparnis angezeigt wird. Und außerdem könnten Sie hier auch noch eine allgemeine Beschreibung der Pakete eintragen, falls dies nötig sein sollte.